dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, neue Folge von Blau-Weiß interviewt. Wir begrüßen unseren Neuzugang Raphael Obermeier. Rafa, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, Rafa, wir wollen gern mit dir ins Gespräch kommen, wollen dich ein bisschen auch persönlich beleuchten, den Fans ein bisschen näher bringen und haben einige Fragen ja für uns aufgearbeitet und wollen mal gucken, was du dazu zu sagen hast, beziehungsweise ja, wie wir dich vielleicht den Fans auch ein bisschen näher bringen können. Erstmal natürlich die wichtige Frage, bist du gut in Magdeburg angekommen, hast du dich gut eingelebt? Ja, ich bin ja jetzt schon mittlerweile ein Stück hier oder eine Zeit lang, habe mich schon ganz gut eingelebt. Bin jetzt auch schon seit ein paar Wochen in meiner Wohnung, meine Freundin ist hier mittlerweile. Also ich fühle mich hier wohl, ja. Die Anfangszeit war ja für uns nicht so einfach. Am ersten Trainingstag gab es leider die Hiobsbotschaft, positiver Corona-Test bei einem unserer Spieler. Und damit mussten natürlich erstmal alle in Quarantäne gehen. Beschreib mal, was da passiert ist und mit wem du vor allem zusammengekommen bist in dieser Zeit. Ja, für mich war das relativ stressig. Also ich bin ja erst am Sonntag vor dem Trainingsauftakt hierher gekommen. Am Abend hatte dann die erste Nacht hier, hatte am Montag das erste Training mit der Mannschaft. Und dann war es eben so, dass es dann diesen Corona-Fall gab und die Aussage war, dass wir nicht im Hotel bleiben sollten, also wenn möglich heimfahren, wenn wir einen Wohnsitz in Deutschland hatten. Dann habe ich am Montag wieder meine Sachen gepackt, bin wieder zurück nach Hause gefahren. Ja, und dann kam am Dienstag schon wieder die Meldung, dass wir wieder herkommen sollen zum Corona-Test, weil es ja anscheinend dann doch irgendwie ein bisschen schneller ging. Also es hieß ja erst, weil, keine Ahnung, ich glaube 4, 5 Tage oder so, glaube ich, können wir oder sollen wir daheim bleiben bis zum ersten Corona-Test. Ja, dann bin ich am Dienstag wieder hergekommen. Ja, und dann, da ich ja nicht im Hotel bleiben durfte, habe ich mich dann mit Corbin und Burger in eine Corona-WG begeben. ich glaube 10 Tage oder so, was wir eben da die Quarantäne hatten. Ja, und dann, also mit Corbi verstehe ich mich gut. Wir haben das dann, glaube ich, auch in den 10 Tagen zusammen gut gemacht. Wenn ich fragen darf, es gab noch keine Küche, haben wir gehört. Wie habt ihr diese Zeit überlebt, beziehungsweise was gab es eigentlich zu essen? Ja, Frühstück hatte Corby, also Brot und ja, meistens Nutella gab es. ansonsten kam eigentlich 2-mal am Tag der Lieferdienst. Also ja, wie du schon gesagt hast, Küche war nicht vorhanden, also mussten wir uns irgendwie anders behelfen. Und rein auf das Sportliche bezogen, wie habt ihr das gemeistert, beide zusammen vor allem? Ihr konntet euch ja dann auch ein bisschen pushen, sage ich mal, ja? Ja, genau. Also wir haben die ersten Tage, glaube ich, nur ein Heimprogramm bekommen von Lars Mertelmeier, dem Athletiktrainer. Da war vormittags war eigentlich, ja, eigentlich in der Wohnung war ein bisschen stabil, ein bisschen High-Intensity-Training. Das haben wir zusammen absolviert, uns da auch also gegenseitig hochgepusht. Nachmittag war dann läuferisch draußen, also zum Laufen durften wir rausgehen. Waren immer lange Läufe. Die haben wir dann zusammen mit Kai Brünker gemacht meistens. Ja, war auf jeden Fall besser als alleine. Also ich glaube, da haben wir uns zu dritt schon gegenseitig gut geholfen. Ja, schön, das freut uns. Ja, mit Blick auf den sportlichen Start, der lief ja für uns leider nicht so optimal. Ja, was ist aus deiner Sicht wichtig, diesen Bock vielleicht umzustoßen? Wir haben ja durchaus gute Ansätze gezeigt, aber es ist einfach noch nicht gelungen, den ersten Sieg einzufahren. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir die Ergebnisse der letzten Wochen nicht zu weit an uns ranlassen. Wie du schon gesagt hast, gute Ansätze waren vorhanden. Das heißt, es eben die Ansätze weiter auszubauen und über weite Strecken der Partie auch nach vorne Druck zu erfachen. Es geht für uns nur zusammen als Mannschaft. Alle müssen zusammenhalten in den ganzen Verein. Das Trainerteam, wir Spieler, die Mitarbeiter, die Fans. Also ich denke, nur zusammen kommen wir aus der Situation wieder raus. Du hast, weil Zusammenhalt gerade auch das Thema war, 2 tierische Begleiter mit dabei. Kannst du verraten, was das für Begleiter sind und wie die beiden heißen und warum die so wichtig für dich sind? Ja, das sind meine 2 Hunde. Sheila und Paco heißen die 2. Also die beide nur klein, die gehen nicht mal übers Knie. Ja, für mich sind die insofern wichtig, dass sie mir bisschen Abwechslung schaffen, also ein bisschen durch das stressige Fußballleben mit viel Reisen, viel Training, viel körperlicher Anstrengung schaffe ich es auch so zusammen mit meiner Freundin dann, wenn wir mit den Hunden rausgehen, da ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Wir sind da viel im Grün unterwegs, an der Elbe, im Stadtpark, im Herrengrundpark. Ja, es tut mir ganz gut, auch mal ein bisschen abzuschalten.
Welche Rolle spielt denn Kommunikation in so einer Phase, in der wir uns gerade befinden, sowohl zwischen den Spielern als auch insgesamt mit dem Trainerteam? Wo siehst du da den Ansatz? Ja, Kommunikation ist sehr wichtig. Da, wir hatten es jetzt am Wochenende nach der 0-1-Niederlage gegen Dresden in der Videoanalyse. Die war ein bisschen länger, weil wir als Mannschaft da auch ein paar Sachen zu besprechen hatten, die dem Trainerteam vorgeschlagen wurden. Ja, da will ich jetzt gar nicht zu weit rangehen, glaube ich, weil das ist auch fürs Spiel am Wochenende, glaube ich, wichtig. Aber da wurden Sachen besprochen, die, also wie gesagt, von uns aus Mannschaft aus wichtig waren und dem Trainerteam, glaube ich, nochmal neue Ansätze gebracht haben. Wir blicken mal sportlich zurück in deine bisherige Laufbahn. Du warst für die U23 von Bayern München aktiv. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen, mit wem konntest du zusammen trainieren? Was hat dir das vielleicht auch für deinen weiteren Weg gebracht? Und ja, wie professionell ist es da beim FCB wirklich? Ja, war eine sehr lehrreiche Zeit. Da waren noch so Größen wie Philipp Lahm, Xabi Alonso waren damals noch da, Frank Ribéry, Arjen Robben. Da konnte man auf jeden Fall von jedem Spieler konnte man sich was abschauen, auf und neben dem Platz auch. Die hatten ja auch neben dem Platz, also meistens, wenn ich dann in die Kabine gekommen bin als junger Spieler, wenn wir von der Amateurkabine rübergekommen sind, waren die alle schon im Kraftraum, haben da ihr Programm durchgezogen. Ansonsten hatte ich da noch das Trainingslager noch dabei im Winter in Doha, war ich mal mit dabei. Das war auch für eine Woche war das eine brutale Erfahrung. Konnte ein paar Testspiele mitmachen. Einmal auch im Bundesliga-Kader gewesen, leider nicht zum Einsatz gekommen, aber das war trotzdem unfassbar. Ja, für mich allgemein eine sehr lehrreiche Zeit. Erzähl mal, wie das vielleicht für dich war. Du wurdest quasi von der U23 hinaufbefördert. Der Trainer hat gesagt, hey, mach dich rüber in die Kabine der Profis. Wie war so das Gefühl, als du rübergekommen bist? Und erzähl mal, wenn du jetzt auch dabei warst, auch so im Trainingslager, wie war so der Austausch mit den professionellen Spielern, sage ich jetzt mal, auf dieser Seite? Ja, das erste Training, glaube ich, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Da hatten wir, ich glaube, das war der Start der Woche, Montag oder Dienstag, glaube ich, unser erstes Training in der Woche nach einem freien Tag. Ja, ich war ganz normal in der Amateurkabine, habe mich da umgezogen, fertig gemacht. Dann kam auf einmal der Co-Trainer rein, hat eben die rübergeschickt, die eigentlich so gut wie immer da waren. Niklas Dorsch, Fabian Benko, glaube ich, die waren immer relativ oft drüben. Und auf einmal ist auch mein Name gefallen. War ich kurz mal überfordert. aber da dann die Anfangsnervosität abgelegt, dann habe ich mich auch gefreut, bin rübergegangen, habe mich dann auch den Spielern vorgestellt, die sich auch vorgestellt haben, wo ich mir nicht dachte, ich kenne euch, ihr braucht euch nicht vorstellen, aber es sind ja auch nur Menschen. Als junger Spieler war es da echt cool. Also im Trainingslager hatten wir viel Kontakt mit Joshua Kimmich, Kingsley Coman, also auch die Jüngeren von den Profis saßen bei uns am Tisch. Vor allem Kimmich hat sich da gut eingebracht, hat viel mit uns geredet, glaube ich, war auch immer beim Abendessen, war unser Tisch auch immer am längsten da, weil wir eben viel mit Kimmich geredet haben, auch ein Wahnsinnstyp, ja. Unabhängig davon, dass man natürlich selber einen großen Ehrgeiz hat, verfolgst du die Laufbahn der Spieler, die dich damals dort begleitet haben, wie sie sich jetzt auch entwickeln, vielleicht auch mit Blick auf die Nationalmannschaft? Ja, ich gucke meine damaligen Amateurkollegen gucke ich mal immer wieder, was die so machen. Es sind ja auch ein paar gute Spiele dabei. Jetzt Adrian Fein, der jetzt zu Eindhoven gegangen ist, Niklas Dorsch auch nach Belgien gewechselt. Derek Köhn und Otschi Fried auch nach Holland. Ich verfolgte schon gestern ja auch U21 mit Niklas Dorsch, glaube ich, auch 90 Minuten gespielt. Ein bisschen verfolgt man das ja. Auch du bist deinen Weg gegangen, bist nach Jena gewechselt. Vergangene Saison war leider nicht so erfolgreich, aber du konntest dich als Stammspieler etablieren. Beschreib mal, was das für dich für eine Saison war, insgesamt mit der Mannschaft. Wir kennen Nico Hamann auch gut, der war viele Jahre bei uns. Ja, wie hast du dich verstanden und sportlich, wie lief es für dich? Ja, sportlich. Für mich war es nach einem schwierigen Jahr in Österreich, wo ich eigentlich, ich glaube, nur 4 oder 5 Spiele gemacht habe in der Liga, war es für mich wichtig, mal wieder einfach auf dem Niveau Fuß zu fassen. Am besten irgendwie in der Heimat oder halt in Deutschland zumindest. Das hat sich dann mit Jena so ergeben. Ich glaube, ich bin am 5. Spieltag gekommen, da waren die schon auf dem letzten Platz. Also es war eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber für mich war es eben nur wichtig zu spielen wieder. Habe dann auch 30 Spiele gemacht, glaube ich. Also für mich persönlich ein
ja, von den Spielzeiten gemessen her ein erfolgreiches Jahr, aber leistungstechnisch war es natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, auch vom ganzen Verein nicht. Ja, ansonsten die von der Mannschaft her war es eigentlich sehr angenehm. Also wir hatten super Typen drin, auch wie schon gesagt Nico Hamann, der hat da auch viel Leben reingebracht, auch viel fußballerische Klasse. Ja, also ich denke auch, dass wir da von der Mannschaft her mehr hätten erreichen können. Der Abstieg stand ja dann irgendwann fest, trotzdem wurde die Saison ordentlich zu Ende gespielt in Jena. Und beschreib mal, wie es dann für dich weiterging, wie kam der Kontakt zum FCM zustande und dann natürlich auch abschließend der Wechsel zu uns? Ja, es war dann eben so, dass die Gespräche erst mit Jena geführt wurden, klar. Es war mir wichtig, dass ich erstmal das mit Jena erklären konnte, ob da eine Zusammenarbeit weiter Sinn macht für beide Parteien. Im Endeffekt sind wir dann nicht zusammengekommen, so dass ich dann, ich glaube, 2-3 Wochen vereinslos war. Und dann kam der Kontakt von meinem Berater zu Jan Kalnick, die sich dann da ausgetauscht haben am Anfang und dann relativ schnell die Sache auch über den Tisch bringen wollten. Schauen wir mal auf deine persönliche Herkunft. Du hast philippinische Wurzeln, das werden viele vielleicht auch nicht wissen, weil du natürlich auch nicht den klassischen Namen dafür hast. Ja. Aber beschreib mal, wie das zustande kam, beziehungsweise die familiäre Situation dahinter. Ja, meine Mama kommt von den Philippinen eben. Mein Vater ist gebürtiger Bayer, daher auch mein bayerischer Name so ein bisschen. ja, wir haben dann 2 Jahre auch dort gelebt. Also ich bin hier geboren in Deutschland. Dann sind wir, als ich ungefähr 1 war, sind wir dann rübergeflogen für 2 Jahre. Mein Vater dann dort gelebt. Und gearbeitet eben, meine Mutter klar war auch dabei, haben da 2 Jahre gelebt und dann war es eben so, dass meine ältere Schwester dann ins Schulalter gekommen ist und sich dann meine Eltern überlegt haben, dass die Bildung hier in Deutschland besser ist und dann sind wir wieder zurück hierher gekommen. Aber gibt es noch Beziehungen zu den Philippinen für euch familiärer Art? Ja, aber wirklich Kontakt, also ich persönlich habe da keinen Kontakt, meine Mutter schon, paar Onkel und Tanten, Cousinen, Cousins, aber wie viel genau weiß ich auch nicht, also das ist da... Meine Mama, glaube ich, waren zu 8 oder 9 Geschwister, also da ist noch ein paar sind noch da, ja, aber ich habe da keinen Kontakt mehr zu denen. Es wäre aber vielleicht wäre es schon nochmal ein Wunsch von dir, mal irgendwie dahin zurückzukehren oder vielleicht auch hinzureisen? Ja, hinreisen auf jeden Fall würde ich schon mal gern wollen. Ob ich da jetzt leben wollen würde, weiß ich gar nicht. Aber so mal für eine Reise dorthin, weiß ich nicht, vielleicht mal ein bisschen länger, 2-3 Monate, klar, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja. Du wurdest bei uns zunächst als Außenverteidiger eingeplant, aber eigentlich soll deine offensivere Rolle für uns wichtig sein. Ja, wie war es jetzt für dich anfangs? Weil es sind viele Defensivspieler ausgefallen, du musstest quasi erstmal hinten aushelfen. Wo fühlst du dich vielleicht auch wohler, auf welcher Position? Ja, wo ich mich grundsätzlich wohler fühle, weiß ich gar nicht genau. Also es ist meistens eher so abhängig, wo ich die letzte Zeit mehr gespielt habe. Also klar, Anfang zu Bayern-Zeiten war es immer, dass ich weiter vorne gespielt habe, da habe ich mich dann weiter vorne wohlgefühlt, dann war es eher so, dass ich jetzt vor allem in Jena auch weiter hinten positioniert war und dann hier auch noch eher hinten angefangen habe, also es ist eigentlich eher immer so, wo ich zuletzt mehr gespielt habe, da fühle ich mich wohler, aber ja, ich denke auch, dass ich weiter vorne auch mit meinen Qualitäten und meinen Stärken da der Mannschaft auch noch weiterhelfen kann. Gegen 1860 ist das erste Tor gelungen, leider auch immer noch das einzige Tor für den FCM in der Liga. Sag mal, wie hast du dich trotzdem dabei gefühlt und wie willst du da der Mannschaft auch helfen und welche persönlichen Ziele hast du auch beim FCM für diese Saison? Ja, es ist grundsätzlich mal schön, dass ich der Mannschaft so helfen konnte, auch wenn es jetzt noch das einzige Saisontor von uns ist. Da können gerne noch ein paar mehr dazukommen, also muss nicht unbedingt von mir sein, klar. Ich gönne es auch den anderen Mannschaftskollegen, Hauptsache wir gewinnen die Spiele und holen Punkte. Dann profitiert auch jeder Einzelne von den Leistungen. Warte mal, was war zum Schluss nochmal? Ich habe die Frage wieder vergessen. Einfach die Frage, ja klar, was du für persönliche Ziele hast beim FCM für diese Saison erstmal. Ja, grundsätzlich erstmal so viel Spielzeiten sammeln wie möglich. Und für mich ist es einfach mal wichtig, ich glaube auch für den Verein, dass wir eine ruhige Saison spielen, was jetzt natürlich mit dem nicht ganz so guten Start schwierig wird, aber ich glaube, dass wir immer noch das Zeug dazu haben, eine gute Saison spielen zu können. Rafa, bevor wir das Blau-Weiß-Interview schließen, haben wir ein paar persönliche Fragen und wollen dich einfach darüber auch noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ich fange einfach mal an. Welche bayerische Spezialität magst du am liebsten?
Da gibt es ein paar Sachen, ja. Vielleicht gibt es was von Mama oder von Papa, was gern gekocht wird. Von Mama bayerisch? Passt nicht ganz, scheiße. Nee, sie kann auch bayerisch kochen, so ist es nicht, aber ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht irgendwas, was nicht ganz typisch bayerisch ist, so eher so österreichisch, aber schon noch so Alpenregion, so Kaiserschmarrn, glaube ich, mag ich ganz gern, ja. Sehr lecker. Ja, fährst du lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zum Training? Ich habe mir jetzt letztens erst ein Fahrrad gekauft und ich habe nicht ganz so weit. Jetzt ist leider das Wetter nicht so schön. Also jetzt im Allgäu, jetzt zur Zeit Auto, ansonsten gern ein Fahrrad. Also ein bisschen vegetationsabhängig. Ja, gibt es einen aktuellen Lieblingssong, den du vielleicht auch gerne hörst? Also oft hörst. Dürfte irgendwas von Apache dabei sein, aber ich vielleicht, ja, Apache auf und ab. Sehr schön. An einem freien Tag, lieber Frühaufsteher oder doch vielleicht mal lieber ein bisschen länger schlafen? Wenn es die Hunde zulassen, länger schlafen. Aber ansonsten gibt es da schon den Rhythmus, ja, mit den Hunden. Ja, also wenn Training ist, stehen wir schon relativ zeitig auf, ja. Dann bist du auch gern, denke ich mal, draußen an der Natur, dann mit den Hunden bestimmt, ne? Ja, genau. Also heute war es ein bisschen kälter, da sind wir dann wieder schnell reingegangen, aber ansonsten gleich raus, ja. Die letzte Minute läuft. Lieber die Vorlage zum Siegtreffer oder den Ball auf der Linie klären? Vorlage zum Siegtreffer. Ganz klar, warum? Ich gebe gerne Assists und freue mich dann mit der Mannschaft. Weiß nicht, also wenn man den Ball von der Linie kratzt, kann man sich aufreuen, aber es ist dann meistens nur so kurz, weil man sich dann gleich wieder stellen muss und gucken muss. Also lieber Assist und dann richtig freuen. Super Einstellung. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Gern draußen unterwegs sein, Natur genießen oder auch mal in der Stadt einen Kaffee trinken. Ja, wenn es mit dem Fußball im professionellen Bereich nicht geklappt hätte, was hättest du dann gern gemacht? Was ich gern gemacht hätte oder was, ja. Ja, vielleicht auch, was du noch machen möchtest. Also was ich wäre gern Psychologe geworden, also keine Ahnung, ob das dann schulisch geklappt hätte, aber so in die Richtung. Okay, warum? Ja, ich habe das Fachabitur geschrieben, sagen wir mal. und dann kam eben die Geschichte mit Bayern, dann habe ich das Ganze so hingenommen, wie es war dann. Genau. Also ich hätte sonst nochmal alles nochmal so richtig durchgezogen. Hast dich erstmal in diese Richtung orientiert, ja. Aber interessant. Ja, welchen Film hast du dir zuletzt angeschaut? Film. Im Kino oder Fernsehen? Oder egal? Egal. Bin ich so der Filmegucker? Ich weiß gar nicht genau. Es dürfte schon eine Zeit her sein, kann ich gar nicht genau sagen. Also hörst du vielleicht lieber Musik zum Beispiel, ja? Oder Serien, ja. Vorletzte Frage, dein Wunsch für die Zukunft? Vielleicht ganz persönlicher Natur auch. Auf jeden Fall gesund bleiben, auch jetzt zu der aktuellen Situation. Auf jeden Fall gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben. Und sportliche Erfolge feiern können. Nach der bisher kurzen Zeit, beschreibe den FCM in 3 Worten. Traditionell, familiär und keine Ahnung, groß. Super, danke schön. Ja, Rafa, dann wollen wir Danke sagen. Danke für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut, dich ein bisschen persönlich kennenlernen zu können. Ich sage auch Danke. Und ja, wir wünschen dir erstmal alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und freuen uns natürlich, wenn du noch vielleicht ein paar Tore drauflegen kannst, aber auf jeden Fall viele Assists geben kannst. Danke dir. Danke.